Android 11 ist mittlerweile offiziell und Google hat bereits die erste Developer Preview veröffentlicht. Im Mai auf der Google I.O. wird dann die erste Beta erscheinen, die wir dann auch natürlich uns anschauen und näher testen werden. Und kurz danach wird höchstwahrscheinlich auch Apple mit iOS 14 am Start sein. Da rechnen wir im Juni mit der ersten Beta und mittlerweile gibt es auch die ersten spannenden Details und Gerüchte zu iOS 14 und über die möchte ich heute mit euch sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir vielleicht mit dem spannendsten und aktuellsten Detail an, welches Mark Gurman von Bloomberg veröffentlicht hat. Eine wirklich zuverlässige und gute Quelle, die in der Vergangenheit zuverlässige Gerüchte auch zu iOS geliefert hat. Dort berichtet Mark, dass wir in iOS 14, das ist noch nicht ganz final, aber dass das aktuell besprochen wird, dass wir eventuell Standard-Apps von anderen Anbietern sehen könnten. Er spricht allerdings konkret davon, dass Apple vielleicht erlauben wird, dass wir einen anderen Standard-Browser und eine andere Standard-Mail-App nutzen können. Wie es mit einer Standard-App für den Kalender oder mit einer Standard-App für die Kamera aussieht, das wissen wir aktuell noch nicht. Wie gesagt, aktuell ist davon die Rede, dass diese zwei Standard-Apps, die aber auch vermutlich mit zu den wichtigsten gehören, wo sich die Nutzer gerne Alternativen wünschen, vielleicht austauschen können wird. Sprich, nehmen wir nun mal das Beispiel, dass man im Google-Universum unterwegs ist und vielleicht Google Chrome nutzt und auch Gmail nutzt, dann wird man vielleicht ab Herbst die Option haben, dass man Google Chrome auf dem iPhone und auch Gmail, die Gmail-App auf dem iPhone als Standard-App einrichten kann und dass man dann, wenn man zum Beispiel einen Link in irgendeiner anderen App anklickt, dieser nicht in Safari geöffnet wird, sondern in Google Chrome. Sprich, dass man in den Einstellungen eine Standard-App ändern kann. Bei Android ist das schon länger möglich. Wer möchte, der kann sich dort von Google Chrome verabschieden und kann auch einen der zahlreichen anderen Browser benutzen. Beim iPhone oder beim iPad ist es natürlich auch möglich, Alternativen zu nutzen, aber es ist aktuell nicht möglich, diese als Standard-App im System festzulegen. Die nächste Standard-App betrifft in erster Linie den HomePod bzw. Siri, denn den meisten dürfte es vermutlich egal sein, was für eine Standard-Musik-App sie auf dem iPhone haben. Aber auf dem HomePod soll es in Zukunft auch möglich sein, dass man einen anderen Musikdienst auswählen kann. Das war einer der größten Kritikpunkte, dass Apple in den vergangenen zwei Jahren, seitdem der HomePod auf dem Markt ist, Apple Music gepusht hat und exklusiv diesen Dienst nur erlaubt hat. In diesem Jahr, so könnte es sein, wäre es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man nicht nur Apple Music, sondern vielleicht auch Spotify, Deezer, Tidal, was auch immer man für einen Musikdienst gerade nutzen möchte, dann auch auf dem HomePod nutzen kann. Sprich, dass man nicht nur über AirPlay diesen nutzen kann, wie das ja aktuell bereits möglich ist, sondern dass der Dienst dann auch nativ auf dem HomePod streamen kann. Das wäre eine Änderung, die dann eventuell den HomePod speziell betrifft. Weitere Änderungen bei iOS 14 könnten unter anderem sein, dass alle Geräte, die aktuell mit iOS 13 unterwegs sind, das Update auf iOS 14 bekommen. Diesen Schritt haben wir bereits bei iOS 11 zu iOS 12 gesehen. Allerdings hat Apple dann von iOS 12 zu iOS 13 wieder ein paar Geräte rausgeworfen, wie man das eigentlich in jedem Jahr macht. In diesem Jahr wäre es möglich, dass wieder alle Geräte, die aktuell mit iOS 13 unterwegs sind, unterstützt werden, was auch daran liegt, dass iOS 13 nicht die stabilste Version ist, nicht der beste iOS-Release ist, den Apple in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat und dass man sich unter anderem auch bei iOS 14 wieder auf die Stabilität konzentrieren möchte. Das System soll stabil und performanter laufen und dann möchte man auch dafür sorgen, dass alle Nutzer, die mit iOS 13 unterwegs sind, auch mit dieser stabileren Version versorgt werden. Falls Apple an seinem üblichen Plan festhält, dann werden wir iOS 14 höchstwahrscheinlich als erste Beta irgendwann im Juni auf der Apple Developer Conference sehen, die ehemals WWDC, vielleicht in diesem Jahr etwas anders heißen wird. Und ich gehe dann davon aus, dass der Release dann wie immer im September mit dem neuen iPhone, mit der neuen Apple Watch und Co. stattfinden wird. Bei den meisten Apps wäre mir das persönlich vermutlich egal, aber bei zwei Änderungen fände ich das nicht schlecht, wenn das in diese Richtung gehen würde. Das wäre einmal die Mail-App, die meiner Meinung nach von Apple wirklich sehr bescheiden ist. Bei Safari würde ich vielleicht bleiben, da mir ein mobiler Browser da relativ egal ist und nicht so viele Möglichkeiten wie ein Desktop-Browser benötigt. Aber was mich in erster Linie freuen würde, ist, wenn Siri bzw. dann auch der HomePod standardmäßig einen anderen Musikdienst unterstützen würden. Denn bei mir im Smart Home habe ich ja mal bereits erwähnt, das könnt ihr auf dem Kanal finden, das Video, dass ich den HomePod grundsätzlich gut finde, dass ich grundsätzlich auch gerne mit Siri unterwegs wäre, aber dass ich nicht bereit bin, zu Apple Music zu wechseln, sondern Spotify weiterhin meine erste Wahl ist. Sollte es möglich sein,
dass man das in Zukunft als Standarddienst wählen kann, dann kann ich davon ausgehen, dass vielleicht auch tatsächlich der HomePod und Siri meine Basis beim Smart Home werden. Ich persönlich bin jedenfalls gespannt, was Apple alles geplant hat und was man dann auch im Juni höchstwahrscheinlich alles zeigen wird. Vielleicht wird uns Mark Gurman bis dahin auch weitere Gerüchte und Leaks zu iOS 14 liefern. Wir werden das natürlich für euch verfolgen und euch dann hier auf dem Kanal auf dem Laufen halten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und sage bis zum nächsten Video.